Kein schönes Wetter heute, liebe Zuschauer, aber bestens gelaunt trotzdem Wolf Fuß und Frank Buschmann. Buschi, welche Auswirkungen hat der Regen aufs Spiel? Ja, der Ball wird auf dem Rasen natürlich unglaublich schnell. Das könnte hier und da zu Problemen führen. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Bayer Leverkusen. Der Hamburger SV wird heute wieder eine gute Leistung zeigen wollen, wie schon beim Remis auswärts, als gegen Ingolstadt ging. Da gab es eine Nullnummer, was beide Teams heute wohl vermeiden wollen. Trotzdem ist für mich, ich bin ganz ehrlich, ein Unentschieden das wahrscheinlichste Ergebnis. Der BVB enttäuscht uns in diesem Jahr doch ziemlich. Ist natürlich deutlich unter Wert. Ich fürchte fast, das wird die Saison nichts mehr werden. Was sagst du zur heutigen Heimelf, Buschi? Ich denke, sie werden mit dem Saisonverlauf bisher ganz zufrieden sein. Sicherlich keine überragende Saison, aber solide. Und wer weiß, was noch geht. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Gute Flanke, noch besser aber die Abwehrarbeit. Und er darf heute sein Debüt im neuen Team feiern. Er soll Druck über die Flügel machen. Ja, so haben sie offensiv weitere Möglichkeiten, sind dadurch schwerer auszurechnen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der Ball kommt. Da holt er sich die Flanke, das war wichtig, sonst wäre es gefährlich geworden. Aaron Hunt. Den zwei Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Brandt. Wendell. Nikolai Müller. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Flanke kommt, wird das eine Chance? Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Kampel. Jetzt sind sie am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Tolle Flanke. Gut gelöst vom Verteidiger, da bleibt er ganz ruhig. Klasse aufgepasst. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Er sieht gelb, aber viel wichtiger ist, wo das Foul passiert ist. Ganz gefährliche Position, Wolf. Und Freistöße können sie. Das haben sie oft genug bewiesen. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Das muss das Tor sein. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Und da haben wir es nochmal. Das Kopfballtor, Buschi. Ja, Wolf, da hat es gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt. Klasse. Bender. Jetzt müssen sie aufpassen.
Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Lasogga. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Jetzt kommt der Wechsel, der verletzte Spieler muss runter. Ach, schade, dass er nicht weitermachen kann. Bellarabi am Ball. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Hier mal eine Idee. Volland! Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ekbal, das macht Çalhanoğlu. Und jetzt Beckhoff. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Wenn sie schnell spielen, wird es ein guter Konter. Super Flanke. Flanke geht zum Abwehrspieler, da war mehr drin. Souverän, er hat den Ball. Wird das seine Torchance? Da kommt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ecke hier, das kann natürlich gefährlich werden. Aaron Hunt. Defensiv machen sie es gut. Und vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Toprak. Brandt. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Gute Position und guter Freistoß, aber leider nicht gut genug. Ja, knapp vorbei, gute Gelegenheit. Das könnte die Chance werden. Jetzt gibt's Einwurf. Memphis. Und er schießt. Da passt der klasse auf. Sehr gut aufgepasst. Das spielt er gut mit und kommt rechtzeitig raus. Sehr gut gemacht, gut aufgepasst. Nikolai Müller. Toprak. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Klasse Einsatz, faires Tackling. Der Ball kommt gut. Kein Problem für den Torhüter. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Nikolai Müller. Da trennt er ihn fair vom Ball. Sehr gut reingespielt. Da holt er sich die Flanke. Das war wichtig. Macht er ihn. Und den Ball hält der Torhüter fest.
Geht weiter jetzt mit dem zweiten Durchgang und weiter auch nicht immer noch. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Memphis. Kostic.